Ein Traum löst sich in Rauch auf. Der Traum vom gebrauchten 911er für kleines Geld. Als 996er scheint die Legende erschwinglich. 1997 kam die Baureihe mit Wasserkühlung und Spiegeleischeinwerfern. Für Fans eine Katastrophe. Auch wenn sich die Empörung mit den Jahren gelegt hat, werden 996er wohl nie den Ruf ihrer Vorgänger 964er und 993er erreichen. Trotzdem, die Talsohle ist erreicht. Billiger wird auch er nicht mehr. Tatsächlich sind die ersten Modelle der 996er Baureihe bereits für 15.000 Euro zu schießen. Das ist der Preis eines mittleren Kompaktwagens. Was man dafür aber wirklich bekommt, das sollten wir herausfinden. Mit versteckter Kamera und ohne auffällige Autobildjacke besuchen wir verschiedene Gebrauchtwagenhändler. Unser erstes Angebot, ein 911er Cabrio aus 2001 mit rund 163.000 Kilometern auf dem Tacho. Der Wagen lief nur in Italien und bringt für schlechte Tage sogar noch ein Hardtop mit. Für den Italo-Verführer will der Händler satte 19.895 Euro haben. Ist irgendwas bekannt über irgendwelche Vorschäden? Wir haben jetzt nichts Negatives mitgeteilt bekommen und haben selber auch nichts Negatives entdecken können. Und das Verdeck, wie war das nochmal? Da war was dran kaputt? Genau, und zwar unterhalb. Da löst sich diese Plastikheckscheibe aus dem Softtop raus. Das müsste wieder eingenäht werden. Was heißt unterhalb? An der unteren Kante. Bei diesem Fensterrahmen quasi. Wenn man sich das einmal so vorstellt, das sieht man auch auf den Bildern. Können wir gleich drüben nochmal gucken. Da habe ich die Größe auf dem Bildschirm. Okay. Und das... War sonst jetzt irgendwas noch bekannt, was kaputt ist? Nö, nein. Da haben wir keine Infos zu bekommen. Aber Motor und Getriebe eben auch nicht, ne? Nein. Ich meine, bei den meisten ist ja doch noch schon mal irgendwas gemacht worden. Mit dem Motor. Wir haben keine Infos dazu bekommen. Ein gut gepflegtes Cabrio mit durchgestempeltem Porsche-Scheckheft ist natürlich attraktiv. 19,5 möchte er haben. Das Verdeck muss genäht werden hinten an der Scheibe. Kleiner Mangel. Minuspunkt könnte sein, dass der Wagen aus Italien kommt. Auch wenn es durchgestempelt ist, man müsste ziemlich genau recherchieren, ob die Historie stimmt. Und am Motor ist noch nie etwas gemacht worden. Auch da kauft man ein bisschen die Katze im Sack. Der Rest macht einen guten Eindruck. Der nächste 911er bei einem anderen Händler ist schon ein altersschwacher Senior. Baujahr 97 mit über 188.000 Kilometern auf der Uhr. Wir rufen uns noch die 90er entgegen. Kassettenradio, Kassettenfächern und einen guten alten DNS-Telefon ohne Freisprecheinrichtung. Kupplung. Quietscht ein bisschen, arbeitsunwillig, aber das lässt sich tatsächlich leicht beheben. Steuerkette. Die längen sich mit der Zeit, dann schnarrt es am Anfang. Das hört man sich so ein Vierteljahr an und dann ist es durch. Das muss also auf jeden Fall gemacht werden. Eine neue Steuerkette mit Einbau würde rund 2.000 Euro kosten. Nachfrage beim Händler. Das ist ein Kunde von uns, der hat zwei Stück und einen davon, den will er jetzt loswerden. Und er hat noch vier neue Reifen gekriegt, Inspektion, Zündkerzen, Bremsen hinten, TÜV neu und ja, einen Kühler neu. Ist auch noch irgendwas neu gekommen. Also der hat gerade mal, glaube ich, irgendwie fast 3.000 Euro versenkt. Und wollt ihn dann? Ja, der will den jetzt verkaufen. Ja, und der will den halt vernünftig verkaufen. Sieht man ja, neue Reifen und so, wenn sie gleich gucken, das ist alles ordentlich gemacht. Ist irgendwas an Mängeln bekannt? Nein, der ist viel gefahren worden und hat halt ein bisschen Steinschlag vorne, was ich so weiß. Ansonsten fährt er eigentlich gut. Handgerissener, schwarzer 996 für 15.000 Euro, also 15.8 waren angeschrieben, 15.000 möchte er wirklich haben, das klingt gut. Aber es ist einer der wirklich ersten. Wir haben drin eine lausige Verarbeitungsqualität. Porsche hat er erst mit den Jahren mühsam zur alter Qualität zurückgefunden. 188.000 Kilometer, es ist nichts gemacht worden am Motor. Und außerdem eigenartig, der Vorbesitzer soll gerade noch 3.000 Euro reingesteckt haben. Einfach nur, um ihn mit gutem Gewissen zu verkaufen. Sollte mich wundern, das wäre einer der ersten.
Um die Schwachstellen der alten Discount 911er aufzudecken, treffen wir einen Experten. Axel von Blittersdorf ist Porsche-Spezialist und er kennt die Macken der alten 996er genau. Das geht ganz harmlos los mit einer Auspuffanlage, aufgegammelten Endtöpfen. Hier ist es beginnend, dass sie aufplatzen. Die sind hier so zusammengekrimmt, können sie auf beiden Seiten sehr gut, sind schnell 1500 Euro auf dem Zettel. Der nächste Punkt, der wirklich viel Geld kosten kann und entscheidend sein kann, sind Katalysatoren. Die fangen gerne an zu klappern. Das heißt, das Element als solches löst sich im Cut und fängt da drin an rumzutanzen. Das ist ein gruseliges Klappern, was man fast in jedem Drehzahlbereich hören kann. Und so ein Katalysator, original bei Porsche, liegt schnell bei 1800 Euro. Einer, zwei, dann kann man sich das ausrechnen. Und da sind schnell 4000 Euro. Weg. Wo es auch richtig teuer werden kann, ist bei Porsche natürlich der Motor. Beim 3/4er relativ selten ein Kolbenfresser. Dann ist man allerdings auch gleich bei der teuersten Variante. Das kann schnell Richtung 15.000 Euro gehen. Hier vorne steht der Klimakondensator für die Klimaanlage und dahinter der Wasserkühler. Es gibt natürlich eine Wartungsvorgabe, dieses jedes Mal zu reinigen. Das ist natürlich immer die Frage, wenn das nur alle 2 Jahre gereinigt wird, weil ein Kunde nur alle 2 Jahre kommt, dann liegt da unten ein Haufen Dreck und Mist vor den Kühlern und dementsprechend fangen die Kühler an zu gammeln und zu rotten und sind irgendwann natürlich hinüber. Ein Wasserkühler liegt grobe Richtung, glaube ich, um 300 Euro. Ein Klimakondensator liegt bestimmt auch noch mal so bei 250 Euro, schätze ich mal, grobe Richtung. Plus machen, wenn man beide Seiten macht, am Ende ist man mit Befüllen von Klimaanlage und Wasserkreislauf und, da sind auch schnell 1800, 1900 Euro auf der Uhr bestimmt. Ein letzter Versuch bei einem weiteren Händler. Ein abgerockter US-Import aus 2001 mit 206.000 Kilometern. 11.000 Euro soll diese Schleuder kosten, die noch nicht mal mehr fahrbereit ist. Also das wird irgendwie ein Kolbenfresser sein oder was hat er jetzt? Das nehme ich an. Also ich nehme an, das ist ein Kolbenfresser. Wenn wir jetzt den Motor machen müssen und sonst nichts Großes anfallen würde, dass man einfach sorgenfrei fahren kann. Wo würde man landen? Gehen wir mal davon aus, man macht die beiden Köpfe noch. Man überholt die beiden Köpfe, da hat man noch irgendwie im schlimmsten Fall 1500 Euro für die beiden Köpfe zu überholen und dann noch ein bisschen Zusatzmaterialien wie Öl, ein Riemen oder sowas, nochmal 500 Euro und dann ist man an Materialien bei 5550 Euro und wenn man das umbauen rechnet, alles zusammen, also jetzt hochgerechnet, dann 7000 Euro. Wo landet er insgesamt? Was geht bei dem Preis noch? Ich kann ihn abgeben für glatt 10. Das heißt, mit Glück für 17 sorgenfrei? Ja, das würde ich sagen. Ein handgeschalteter Allradler für 11.000 Euro. Das konnte nicht gut gehen, wie wir auch gesehen haben. Nachdem wir ihn gestartet haben, standen wir im Qualm. Kolbenkipper. Positiv, der Händler ist ganz, ganz offen damit umgegangen. Hat uns das von vornherein gesagt, hat angeboten, wir könnten auch mit Fachleuten wiederkommen, um den Wagen nochmal genau zu überprüfen und würde ihn auch gegebenenfalls reparieren. Veranschlagt die Kosten auf 7.000 Euro. 1.000 würde er noch entgegenkommen, also 17.000 Euro für das fertige Auto. Erstmal eine faire Aussage. Ich denke, das Auto wird man komplett noch einmal durchchecken müssen, denn der Motor ist ja nicht alles. Dann funktioniert zwar der Motor wieder, aber was ist mit dem Fahrwerk, was ist mit den Bremsen, Auspuff, Katalysatoren? Wenn da irgendwas dran kaputt ist, kommen nochmal schnell 3, 4, 5, 6, 7.000 weitere Euros und dann wird er auf jeden Fall zu teuer. Die 17 wären in Ordnung, aber ich fürchte, dabei wird es nicht bleiben. Unsere Jagd nach dem 911er-Schnäppchen geht zu Ende. Zeit für ein paar kluge Tipps vom Profi. Porsche zum Polo-Preis macht aus meiner Sicht definitiv gar keinen Sinn, weil die Autos, die für so wenig Geld angeboten werden, 15.000 Euro oder weniger, da zeichnet sich auch im Pflege- und Wartungszustand es ab, dass derjenige, der sich dieses Auto kauft, sehr viel Geld in nächster Zeit investieren muss in das Auto. Und von daher kann ich nur jedem raten, lieber das teurere Auto zu kaufen, 20 oder vielleicht auch 25.000 Euro, so ein Auto, wie es hinter uns auf der Hebebühne hängt, zu kaufen, weil man mit so einem Auto deutlich mehr Spaß hat
und nicht sofort nach Kauf dazu gezwungen wird, viel Geld in dieses Auto zu investieren, was man eh nicht wiederbekommt. Der Traum vom Billig-Porsche löst sich also nicht ganz in Rauch auf. Er sollte nur etwas teurer werden, um nicht zum Albtraum zu werden.